Strong wird vom deutschen Schiedsrichter Radosai vom Eis gestellt. Burton, Mattila, nochmals der Neo-Österreicher und Hanno Mattila, das 1:0 für den KAC nach 6 Minuten und 26 Sekunden. Die Villacher sichtlich überrascht, haben ohnehin großen Respekt und der KAC setzt gleich nach. Piloni, Kosarnik und erneut Hanno Mattila. Nur 26 Sekunden später das 2:0. Danach eine 2-Minuten-Strafe für den KAC-Legionär Ninius und Powerplay der Villacher. Hohenberger, Viveiros und Ken Strong steht goldrichtig, fälscht noch ab. Der Anschlusstreffer, 10. Minute, 1:2. Und die große Ausgleichschance für den VSV. Hohenberger kommt eben von der Strafbank und hervorragend die Reaktion von Michael Sutnik. In der Folge erneuter KAC numerisch überlegen. Der VSV hat eine 2-Minuten-Strafe wegen Reklamierens bekommen. Puschnik, Ninius und das 3:1, knapp vor dem Ende des ersten Drittels. Die 5.500 Fans in der ausverkauften Klagenfurter Stadthalle natürlich begeistert. Zweiter Abschnitt. Issel, Strong, nochmals Kim Issel und da überlistet der Michael Sutnik. Anschlusstreffer, 4. Minute, Kim Issel, das 2:3. Mattila, Zechner, Piloni, der dritte KAC-Sturm und wieder Hanno Mattila mit seinem dritten Treffer in diesem Spiel. Nur 15 Sekunden später die prompte Antwort. Zum zweiten Mal muss der VSV innerhalb kürzester Zeit 2 Gegentreffer hinnehmen. Zian für Jim Burton, den aufgerückten Verteidiger, das 5:2. 3-Tore-Führung für den KAC nach 40 Minuten. Aber dann ändert VSV-Trainer Bart Crasher die Taktik, setzt alles auf eine Karte. Überzahl spielt gleich am Beginn des letzten Drittels für die Villacher. Und Kim Issel, ein bisschen kurios dieser Treffer, 3:5, 35 Sekunden gespielt. Und jetzt scheint ein Ruck durch die Villacher Mannschaft zu gehen. Kromp, dritte Formation auf dem Eis. KAC bringt die Scheibe nicht weg. Dolinar, Kromp und Eddie Lebler. 48 Sekunden später der Anschlusstreffer. 4:5 und beim KAC flattern jetzt ganz gehörig die Nerven. Viele leichtfertige Scheibenverluste. Turcott und Peter Raffel völlig ungedeckt. 7. Minute, der Ausgleich. 5:5. Die Villacher, die dominierende Mannschaft, und den KAC kann jetzt wohl nur mehr sein legendärer Kampfgeist retten. Hervorragendes Vorchecking der Villacher. Eddie Lebler, sein zweites Tor, 6:5 nach 10 Minuten und 4 Sekunden. Zum ersten Mal der VSV voran. Issel, Turcott, und das ist die Entscheidung. Der VSV siegt in Klagenfurt mit 7:5 und steht im Endspiel.